Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Dream of Distance. Ich stehe ja voll auf den Tisch, damit ich nicht nass werde und voll respektlos auf diesem Buch, aber was soll's. Ja, Mickey ist irgendwie gefangen in... Wurde dann überhaupt erklärt? Weil nicht. Erst hat Mickey irgendwie Mist gebaut und hat ja alles überflutet und auf einmal ist Mickey gefangen, ja. Ich glaube, da wurde mit Zora erklärt. Ich habe wieder noch nicht aufgepasst, ne? Jedenfalls, wir brauchen einen mächtigen Klang. So ist das doch, oder? Und dafür müssen wir hier rein in dieses Ding, dessen Namen ich wieder vergessen habe. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung von Musik. Patti Sing, irgendwie sowas. Textbuch. Wir betreten jetzt endlich diese Welt. Simsalabin Symphony. Die Welt von dem Film Fantasia. Ein musikalisch ausgelegtes Disney-Meisterwerk. Suche einen magischen Klang. Okay, ich wollte schon sagen, was stand da. Aber diese Welt ist ein bisschen einzigartig, habe ich schon letztes Mal gesagt, weil man hört hier nichts von Rico, man hört hier nur Klänge halt und Musik im Hintergrund. Oh Gott, das ist ja voll schwer hier. Man hat, glaube ich, voll schnell angefangen irgendwie. Sag mal, Blitzka. Also gut. Irgendwie nicht viel abgezogen, oder? Aber der Grund, dass Rico ja nichts sagt, so oder Heal oder irgendwie sowas ist, damit man ein bisschen mehr so die Musik und die Soundeffekte ja so lauschen kann. Und ich weiß nicht, ob diese Einzigartigkeit dieser Welt mir irgendwie besser gefällt als die Welt der Musketiere. Da gibt es Donald, Goofy und Mickey. Die Kampfmusik, da ist meine Lieblingsmusik in diesem Spiel. Und allgemein nur die Story auch. Aber dann ist hier diese Welt, die ja, weiß nicht, so ein bisschen einzigartig ist in ganz Kingdom Hearts. Noch wunderschön ist. Den kann ich mich nicht entscheiden, welche Welt mir besser gefällt. Die letzte Welt ist natürlich auch gut. Noch kommen wird, aber dazu mehr später. Ich wünsche, ich kenne die ganzen Namen von den Klassikern. Ganz schön schwer. Weil er fängt voll schnell an, so schnell kann ich gar nicht reagieren. Ich kenne nicht so viel den Namen von diesen ganzen klassischen Liedern. Ich bin ein bisschen traurig. Meine kennen tut die ja jeder, aber die Namen weiß ich natürlich nicht. Ja, Offenbachs Ken heißt er, oder Kong Kong. Das kenne ich. Oder Ritter Walküren. Boah, jetzt habe ich aber vergessen, wie das noch mal ging. Kommt das auch hier vor? Ich weiß auch gar nicht. Ich glaub, je nachdem, welchen Abschnitt man ist, ändert sich die Welt, die Musik so ein bisschen. Ich habe halt noch nicht so gerafft, was die Welt auch noch so ein bisschen neuerlich für mich macht. Ich hoffe, ich kriege keine Copyright-Probleme. Das sind alles klassische Lieder, deswegen könnte es da hallo bestimmt ein paar Probleme geben. Willst du in ihr Quack Quack? Ich fahre dich raus. Kannst du haben. So, letztes Mal, wo will ich treffen? Halte ihn die Traumfänger aus. Das ist leider nur der einzige Traumfänger, den man auf diese Weise irgendwie bekämpfen muss. Finde ich ein bisschen doof. Dann ruhig mehr machen können. Dopf, alle weg. Aber kann schon letzte kommen, obwohl der hat noch so viel AP. Au. Wir mal Ikarus. Wo ist er? Nützt nichts gegen die anderen Viecher zu kämpfen. Mal alle bitte, danke.
Also hier. Ja. Die Musik pumpt mich gerade voll auf. Warte mal, gibt's da noch was? Feuer Fluss. Wir sind gegangen. Ah nein, ich wollte gerade Dings einsetzen, Mann. Du hast wieder, wieder wird mein Dings hier voll gesenkt. Mal, wo ist er? Und nichts gegen die anderen Viecher jetzt kämpfen. Da bist du. Da bist du. Wo bist du? Da bist du. War 3, was? Hat er sich ein bisschen hoch? Hat er sich gerade ein bisschen hochgehalten, ne? Soll ich mich vielleicht, sollte ich vielleicht angesehen, aber vielleicht eine sehr gute Idee. Ja. Oh, komm her. Komm her. Könnte vielleicht die letzte Konfrontation sein, weil der kommt ganz schön viel Schaden. Für eine noch eine Konfrontation wird das irgendwie vielleicht nicht mehr reichen. Das ist ja das und das. Bin schon gleich hier wieder raus aus dieser Welt, habe ich so gefühlt. Hey, wo ist der? Wieso hat der Ziel gewechselt auf einmal? Oh, hi. Buff. Kann mich nicht richtig bewegen und der haut ab. Also, wo treffen wir ihn denn als letztes? Da müssen wir ja als letztes mit Zora wahrscheinlich erledigen, ne? Okay, das war das und ja, weiter. Wart. Okay. Öffnen. Oh, 4.6, ey. Wo ich glaube, ich will mit Zora wirklich als erstes die Welt hier erledigen, weil der letzte Boss mit Rico ist richtig geil in dem in der Welt. Aber ich glaube, ich hätte noch ein bisschen weiter trainieren sollen, weil ich mache wenig Schaden hier mit den ganzen Angriffen. Ich meine, ich mache dezenten Schaden, aber das reicht nicht, habe ich so ein Gefühl. Ja, ganz schön viel Erfahrungspunkte, habe ich so ein Gefühl. Aber machen wir das hier. Gereicht. Zum Glück muss das nicht, zum Glück ist man nicht schaffen. So, das ist schon das nächste Gebiet, oder? Ja, okay, ich wollte schon sagen, ich möchte nämlich auch noch hin. Oh. Oh. Warum wäre mein Level ab noch? Ich will mein Level ab noch, meine ich. So, das kann nicht das Spezialportal sein, also ist mir egal. Boah, jetzt haben wir diese blöden Eulen. So, Eulen sind echt die schlimmsten Viecher von allen. Wir haben so einen Angriff, aus den kannst du nicht mehr raus. Wir fallen dauerhaft irgendwie auf einen. Puff! An die Graf Zar, was? Oh Gott. Das nächste Gebiet. Ich wollte noch ganz schnell hin. Hi Burschen, weg damit. So, mit Zora. Wir müssen, glaube ich, mit dem Kampf auftauchen, oder? Ja. Oder ja. Ihr seid natürlich voll geil, aber ich nicht, ne? Das ist ja wohl ein großer Verarsch. Boah. Die ganzen Sachen, die waren viel einfacher auf den 3DS. Oh Gott. Der
Erden. Weil am Längen einfacher die ganzen Sachen. Hier geblieben. Ja, du Pegasus, du Rainbow Dash. Stimmt, ich habe Ballonga, soll ich mir eigentlich mal ausrüsten? Mann. Man könnte meinen, so klassische Musik wird einen nicht irgendwie voll hochpumpen, ne? Aber funktioniert wunderbar gut. Habe ich noch nicht mal wollte sich ey, da ist eine große Truhe, wollte er sich so an mich andüsen, ey. Ich bin wahrscheinlich auch so schwach, weil ich die ganze Zeit meine Traumfänger hier auswechseln, ne? So, Walze, Komet, Tanz, Tanz, Walze hatte ich wahrscheinlich noch nicht. Ich habe das Viecher noch nie gehabt, deswegen. Boah. Wart. Du gehst zu uns, ma. In der Zeit habe ich gar nicht getroffen. Ah. Oh, ich bin das so schön, ja. Bestart. Ich muss meinen Traumfänger ein bisschen hochleveln hier gleich. So Fähigkeiten lernen und so. Da ich so lange brauche hier. So, ich wollte direkt mit Rico. Graf Zar ausrüsten, ist doch bestimmt noch stärker, ne? So schwer lässt die Gegner schwer und zieht sie zu ihr, damit sie kontinuierlich Schaden halten. Ja. Und da habe ich Ballongard, oder? Da muss ich das noch lernen. Oh, die weiteren Schaden verursacht. Oh, jetzt hört die Musik auf. Oh, 10, geil. So, ich habe gerade das hat wahrscheinlich jetzt wieder nicht gezählt, weil ich noch nicht da war, ne? Fangsbus, oh. Gift. So, muss ich mit dir eine Link-Verbindung machen? Nö. Ja, ist dich muss ich im Team nehmen. Hacken hast, Magie hast, Saugsturz. Okay, dann nehme ich dich in den, ja, in mein Team. Und mit dir muss ich Link-Verbindungen machen. 5.000, 6.000 oder irgendwie sowas. Andere Richtung. Was hier? Gar nichts. Auf nach Cloudsdale. Nein. Boah. Falsche Richtung. Ich will die riesige Truhe haben. Oh, boink. Gleiter. Ah, hallo. Ein paar Gleiter, das kannst du noch schneller. Ey, spoilert mich doch nicht so. Das wäre ein extra Ding, ne? Schattengrätsche, Schallgrätsche. Warte mal, was ist dann schon wieder so? Schallgrätsche. Schattengrätsche, was? Muss aber mir alles richtig geordnet sein, tut mir leid. Gleiter ist über Unterschallgrätsche. Dann kommt Blocken. Warum ist Rachewurf da? Hey, das war Stehaufmännchen gewesen. Boah. Mache Wurf, das kommt unter, kommt auch unter. Das ist alles schon richtig geordnet. Boah. Also wo kommt jetzt? Boah. Das kommt hier unten, ne?
So, jetzt kann ich fliegen, geil, ne? Ja, blöd, hat mir immer erst vorher die langsamere haben muss. Hey, dann kann ich doch bestimmt jetzt da lang, ne? Also, als ob ich nicht irgendwie freier Fluss oder so hätte. Hätte ich eine Verkrüppelung hat irgendwie zum Nutzen. Hi, was geht? Wo? Irgendwann Link-Verbindungen mit euch machen. Da will ich mit euch, aber mit meinen Geistern. Schwöre die Kraft der Musik. Sag mal Ballonga. Was? Ich wollte mich da diesen Realitätswandel in sich abbringen. Ach, damit wirft man ein Schlüsselschwert. Ich dachte, ich mache hier so ähnlich wie in Kingdom Hearts. Aua, 2. Ich nicht die beste. Ah. Ah. Warum? Ja, weil es muss die Sachen einsetzen. Ich nur meine sicher meine ganzen Befehle wart ja aufladen oder so, sondern macht dich platt. Wortwörtlich. Ah, die Wolken. Huh, Luft. Oh, ey. Was hatte ich denn noch so auf die Fresse kriege, hatte ich noch ein bisschen weiter trainiert. Ich dachte eigentlich, da war schon stark genug bei dir. Ich dachte mir, ehrlich gesagt, ich wäre hier voll überlevelt. Da tue ich doch jeden Gegner irgendwie. Hallo? Hallo? Mitnehmen wir, wenn ich immer eine neue Welt besuche. Verstehen, ich warum ich so viel Schaden bekomme. Das ist ein Ballon, der zu ganz vielen kleinen Ballons geht. Warum kann ich dich nicht treffen? Danke. Da war knapp. Oben, da komme ich nicht hin, ne? Nö. Hallo. Okay, noch eine große Tour und da haben wir Boink. Paragleiter. Prismamühle, was ist das denn? Da klingt schon wieder was, das so ausrüsten könnte, vielleicht. Talo, das kann ich ausrüsten. Das Prismamühle. Wird wie eine Windmühle, während du einen Sturm angebrochen wirst, damit du mehrfach triffst. Das ist, glaube ich, genau das gleiche wie Dingens Feuermühle. Hey. Hat nur einen irgendwie verbraucht, das wundert mich. Okay, was? Auch so lange wie Vitra, oh Gott. Okay, ist brutal. Ich kann euch nicht treffen, wenn mein Nashorn euch angreift, oder wie? Ach so, das sind dreifach Dingen, okay. Ich dachte, da wäre hier Tobsucht Dingen, ja, Tollwut. Also wegen Kingdom Hearts 2 so. Let's go. Oh, nee. Warte, ich weiß dagegen was. Oh Mann. Schlitz. Das ist einfach dreifach Schlag hier von. Nee, keine Ahnung, wie er hieß. Flop. Weiß nicht, wie der Angriff in Birth by Sleep hieß, aber dann gibt es auch. Hallo, Schwertfall-Serie war das, glaube ich. Wo sind die hin? Und Prismamühle ist wahrscheinlich genau das, nur halt ohne Feuer, ne? Und die sind abgehauen, die Feiglinge. Können die es wagen? Lass mich raten, damit kann ich eine Brücke herstellen, die zu den Thron geführt hätte. Die Leute, die nicht wissen, wie man. Oh,
man freier Fluss benutzt. Gibt es echt Leute, die irgendwie so eine Abneigung dafür haben. Da, guck mal, wie ich jetzt hier... Ich bin jetzt hier so dahin gekommen. Super. Aha. Okay, wie viele Dinge haben wir hier? Lass mal schauen. War schon fast alle. Wie konnte ich denn jetzt die schon wieder alle übersehen? Das wird aber nicht wahr sein. Halt, hab ich gesehen. Weißt du mich darunter, ich die Krise. War jetzt ganz schön komplex ja aufgebaut. Voll nicht, du bist nur zu blöd. Ja, lass mich in Ruhe. Da ist eine Truhe. Und da ist eine Truhe. Din-din. Muss also sowieso wieder reingehen und alle Truhen ja wieder suchen. Wo muss ich hin? Wieso kamt ihr gerade nicht? Ich hab erstmal reingelaufen, bin ehrlich. Heißt, wenn ich nie meine Gegner treffe, wenn du die irgendwie in Angriffen drin hast oder so. Und warum taucht die Gegner, die hauen ja ab und kommen nie wieder. Ja, wo muss ich denn hier hin? Da, wo, oder da oben. So. Gut. Oh mein Gott. Hier schon, das wird überhaupt nicht komplex für mich hier. Oh, schön. Das hat die Musik sich ein bisschen geändert, ne? Hi. Und hallo. Und hallo. Und hallo. Oh nein. Oh. Die haben mir eindeutig zu viel AP, ja. Aua, ja genau. Habe ich doch angegriffen. Wie konntest du den Wie konntest du den Angriff überhaupt ausführen? Macht gar keinen Sinn. Boom. Aua, Mann, hör auf damit. Alter, ich bin gerade erst hier gelandet. Alter. Tschüss. Heftig. Okay, warte, ich komme wieder zurück. Ach Mann. Was ist das? Alter. Da frisst das hier. Und alle, das soll jetzt nicht wahr sein. Wir haben ja hier so viele Probleme. Ja, die Gegner sind stark, ich weiß. Bleib ruhig. So. Wo sind meine Traumfänger eigentlich schon wieder? Also ich war gerade schon direkt an dem Ding, ne? Ah. Oh, große Truhe. Erstmal die Truhe öffnen, dann klopp ich euch kaputt. Kofi Trombe, hey, das ist für Sora definitiv. Hier sind hier so, die sind nicht so dämlich wie von Ballonra, die Ballons. Ja, irgendwie eine Marke. Ballons von Ballonra. Rufen Sie jetzt Ihre Ballons. Plop. 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 Bis wenn ich hier runtergehe. Ja, aber das sollte man eigentlich nicht, ne? Oh, ich bin hier unten, was macht er jetzt? Nein, jetzt fliege ich wieder nach oben. So, zu diesem Ding möchte ich hin, bitte. Von da unten hingemogelt. Genau dem. Jetzt mache ich euch wieder platt. Nein, nicht schon wieder darunter. Ja, komm her. Dann komme ich. Was ist das? Auch Mann. Machen wir das hier. Vielleicht treffe ich damit das Pferd.
gar nicht so einfach. Ich habe den echt so damit. Ich müsste, glaube ich, Alter. Das ist nicht so irgendwie so auf Rhythmus aufgelegt, habe ich so das Gefühl. Weil es ganz schön schwer ist. So, haben wir oben alles. Oh, was ist das? Danach nicht mehr den hier machen, wenn ich einmal gucken bin oder was. Wer wagt es mir anzugreifen? Ihr Viecher, ihr müsst sterben. Alter, ich war Level 34, ich bin 35 und kriege noch die Schnauze. Meine Angriffe bitte einsetzen, danke. Nein, nicht dieser Dreck. Boah, ich bin davon unfair, dass ich euch nicht Schaden machen kann, wenn mein Nashorn euch angreift. Was ist das? Ach Mann! Und zack und zack und zack. Von Angus wäre er ausgezeichnet. Ja, schneller kalt, hoffentlich. Magie wird auch. Ich habe jetzt nicht, ich habe nur Angriffskraft gesehen. Da hat mich, da hat mein Herz erwärmt. Dumm, dumm. Ich glaube, nee, von da kam ich. Nicht dagegen. Und zack, wir müssen so viele von diesen Viechern hier rumfliegen, ey. Wie war sein, ey. Au. Oh, jetzt machen die wieder den Angriff. Ja, wenn du einmal in den Angriff drin bist, kommt dann alle mal raus mit diesen blöden Federn Angriff, den wir machen. Bin ich voll unfair gemacht. Na, Walze. So ein paar Mal einsetzen noch. Oh, ich bin platt gemacht. Und ich. Und ich. Habe ich in der Luft platt gemacht. Geht denn das? Was? Alter. Dieses Nashorn ist echt irgendwie gegen Angriff, habe ich so Gefühl. Also ich noch mal, ich muss mal kurz bei Fertigkeit gucken. Mein Geist, ihr müsst ein bisschen stärker werden. 100. Ah, nee, bei Linkverbindung wollte ich gucken. Genau. Eine Linkverbindung noch. Ich habe noch gar keine gemacht mit dem, oder? Blitzboost. Hey, Elektrosturz wird dadurch verbessert. Gut. Glaube ich. Nehme ich jetzt mal Schlag an. Okay. Oh. So, ich nehme an, ich habe ja alles neu. Wie nehme ich hier eigentlich? Boah. Wie nehme ich hier eigentlich auf den Arm, als ob ich hier alles habe auf einmal. Aber nie alles, wenn ich ja erstmal die Welt betrete. Wo ist das? Boah, sag mir nicht, weil da eine Viech da hinten ist. Danke. Bitte, ich mache nicht das Spezialportal, weil wenn ich da verrecke, dann muss ich den ganzen Raum ja noch mal machen und da habe ich keine Lust. Aber ich könnte auch ganz schnell kurz, wollte schaffe ich sowieso nicht mehr in dem Part. Ja, mache ich auch Screen. Aber wenn ich verrecke, dann muss ich hier alles noch mal erledigen in diesem Gebiet und da habe ich keine Lust. Deswegen sollte ich gleich mal irgendwie darüber nachdenken, das Gebiet zu wechseln. Dann bin ich wieder sicher. Das wird dann langsam wieder gefährlich, wenn ich so ein Gefühl. Da ist ein Speicherpunkt, das ist auch perfekt.
Etwas weiter oben. Da kann man nicht hin, oder? Boing, boing. Oh, diese blöden Pegasus-Viecher, ey. Will ich so oft gegen euch kämpfen? Macht mal nach, Holla. Wir sind voll drauf, weißt du was eigentlich? Was? Ja, klar. Wenn ich während diesem Angriff angegriffen werde, dann wird er abgebrochen. Aber ihr könnt den einfach machen, als wäre nichts, ne? Das sehe ich aber gar nicht ein. Wenn ich Funke einsetze, dann darf mich nichts angreifen. So, hier ist ein Speicherpunkt. Hier werde ich speichern und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.